heiße Johannes Zoller, ich bin Obstbauer. Unser Betrieb liegt in Markthappensdorf und wir betreiben zu 100% Apfelanbau. Wir bearbeiten bei unserem Betrieb ca. 11 Hektar. Der Jahreszyklus beginnt eigentlich mit der Blüte. Im Laufe des Sommers müssen die Bäume belichtet werden, das heißt ein Belichtungsschnitt. Und da verwenden wir unter anderem als Hilfsmittel Stelzen. Die Stelzen erleichtern die Arbeit extrem, weil sonst müsste man eigentlich eine Leiter mitnehmen. Und das wäre dann viel schwieriger und viel langsamer. Der Sommerschnitt wirkt sich extrem auf die Äpfel aus, weil wenn die Äpfel in der Sonne sind, bekommen sie eine schönere Farbe und mehr Zucker. Ganz wichtig für die Befruchtung unserer Bäume sind Ziehäpfel, die wir meistens am Rand und zwischendrin auch so circa alle 20-30 Meter einen Baum haben, dass die Äpfel befruchtet werden. Ja, wir produzieren inzwischen die Äpfel über ProPlanet. Das heißt, dass wir gewisse Richtlinien einhalten und Pestizide nur dann einsetzen, wenn es unbedingt muss ist und gewisse Dinge eben versucht mit Nützlingen zu bewirtschaften. Das funktioniert sehr gut. Beispiel der Apfelwicker. Dort verwenden wir die Verwirrtechnik mit Pheromonen und dadurch braucht man den Apfelwicker auch nicht mehr bekämpfen. In unserer Region ist Nachhaltigkeit sicherlich ein Thema. Wir haben auch das Glück, dass unser Gebiet relativ klein strukturiert ist und die Leute wirklich noch schauen auf die Natur, auf den Boden. Das ist sehr wichtig für alle, glaube ich. ProPlanet bedeutet für mich, dass es wichtig ist, so mit Nützlingen zu arbeiten und so schonend wie es geht für die Umwelt. Das bedeutet uns sehr viel, weil auch unsere Kinder ja mit dieser Umwelt weiterleben sollen.